Tja, nehme ich heute mal ein wenig umziehen für euch. Meine Lederhose. Und jetzt ein paar Schuhe. Meine Bluse habe ich schon an. Was für Schuhe ziehe ich denn mal an? Ich glaube. Diese oder. Nehmen Sie beide mal mit. Gehen wir nach draußen. Wollen wir nach draußen gehen? Scheint nämlich die Sonne ganz toll. Und was ich ganz dringend benötige hier draußen, ist meine Sonnenbrille. Sonst kann nämlich Nadi gar nicht gucken. Leider. Aber ich hoffe, ich gefalle euch auch mit Sonnenbrille. Okay. Echt schönes Wetter. Mein Bettvorleger ist auch schon da und bewacht die Liege. Cool. Okay. Was starten wir mal? Eigentlich würde ich ja gerne ein bisschen liegen bleiben wollen. Die sind ja so weiß, meine Beine. Das wäre schon cool. Ah, Sonne. Aber nein, ich habe ja einen Wunsch zu erfüllen. Oh, ist das schön. So. Mm-hmm.
falschen. Ja, zieh sie ohne an. Ich weiß nicht. Das sieht gut aus so. Was meinst du, Emmy? Kann ich das so tragen oder lieber die anderen Schuhe? Ich muss mir das mal im Rollschuh angucken, wie es da aussieht. Die anderen. Ja. Probier erstmal die anderen. Dann kann ich mich immer noch entscheiden. Ich glaube, die haben den Test bestanden, ja? Ich glaube schon. Gucken. Den Fußbodentest auch bestehen. Ja, ich glaube schon. Ja. Genehmigt. Zum Sonnen sind das die perfekten Schuhe, glaube ich. Aber klar. Dankeschön und genießt noch den Sommer. Bye bye. Tschüss. Hallo. Ich werde euch heute einmal meine Beine vorstellen.
Da sind die guten. Ja, meine Beine. Weich sind sie, manchmal ein wenig kalt. Schwer sind sie. Durch die Lähmung kann ich sie so ziemlich überall dahin legen, wo ich das möchte. Stört mich eigentlich weniger. Manchmal sind sie auch ein bisschen widerständig. Dann wollen sie nicht so, wie ich gerne will. Aber meistens komme ich ganz gut klar. Unten sind sie ganz weich, wie ein Babypopo.
gut aus. Mal schauen, was sie alles können. Manchmal sind sie mir ja auch ein wenig im Weg. Wenn ich sie gerne so hochgestellt haben möchte und ich sie jetzt loslasse, dann fallen sie einfach um. Wechseln sie. Und dann ist es ihnen auch echt ganz egal, wohin. Aber so können sie nebeneinander stehen. Und dann muss ich aufpassen, dass ich nicht umfalle. Stören Sie mich, wenn ich mich jetzt auf den Bauch drehen will. Das ist dann doch immer schon sehr kompliziert, weil ja, sie auch genau richtig liegen müssen, dass ich umkomme. Aber Übung macht den Meister. Ich kann sie jetzt auch nicht dafür einsetzen, dass ich, wenn ich mich runterlege oder hochkomme, wenn ich jetzt also so weit, wenn ich jetzt noch weiter nach hinten gehen würde, dann falle ich einfach nach hinten. So, und auch wenn ich jetzt hoch will, ich komme jetzt nicht einfach so hoch, das geht nicht, weil ich mir dann einfach Kraft fehlt, sondern ich muss entweder mich irgendwo hochziehen oder ein Stück zur Seite und dann so. Das muss man alles erst lernen und jeder entwickelt da auch seine eigene Art, sich vorzulegen. Aber ich kann auch ein wenig mit ihnen rutschen. Pass mal auf. Die Hüfte so vornehme, dann komme ich da ein Stück vor. Diese Hüfte. Nur aus der Hüfte. Oder beide gleichzeitig, aber nicht nach vorne. Das kriege ich nicht hin. Aber rückwärts schon nicht. Mal sehen, ob ich jetzt noch so wie früher kann, auf den Knien stehen. Als ich früher noch jung war, da konnte ich das so. Schauen wir mal, ob ich es heute noch kann. Jetzt muss ich erst auf den Bauch. Und dann auch sehr anstrengend. Da will ich nochmal erklären, wie es um den Transfer geht, obwohl ich sie ja nicht zum Abstützen benutze. Sie sind ja trotzdem da,
und geben dann also auch Widerstand. Also stützen Sie mich doch eigentlich von oben. Also auch wenn ich jetzt so wie hier, jetzt so da, wo das eine zumindest so liegt. Trotzdem muss es aber auch schnell machen. Nach oben. So, manchmal behindern sie mich doch schon. Weil sie ja doch meistens nicht so wollen wie ich gerne. Aber jetzt kann ich doch auf den Knien stehen. Kissen. Das geht schon. Ganz gut. Anstrengend. Sommer habe ich dann auch dicke Beine. Wenn es sehr warm ist draußen, dann schwellen sie ein bisschen an und dann mag ich es sehr gerne, wenn sie irgendwo oben liegen, so wie jetzt. Das war ganz schön anstrengend jetzt. Aber es hat mir trotzdem Spaß gemacht. Dann setze ich mich nochmal runter. Also ich kann zum Beispiel auch, das zeige ich euch nochmal eben, jetzt so. Ein bisschen tanzen. So, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, mir ein wenig zuzusehen und bis bald.